Seekers. Moin Moin Seekräuter, willkommen zurück hier zur Schiffsanweisung zum T10 Forschungsbaumschiff der UdSSR, die Kremlin, die mit Update 084 ins Spiel geschafft hat. Es handelt sich hierbei um ein reines Papierschiff. Projekt 24 hat Wargaming hier interpretiert als T10-Schiff und es wurde in Realität geplant als Antwort auf die Iowa und Montana-Klasse der USA und sollte eine Weiterentwicklung der Sowjetski-Soyuz-Klasse sein. Es wurde in Real nie umgesetzt. Darum ist es, wie gesagt, ein reines Papierschiff und wir können uns jetzt direkt mal angucken, wie Wargaming dieses Schiff hier dann ins Spiel integrieren möchte. Ja, integriert hat bereits. Die Überlebensfähigkeit hier mit 108.300 Trefferpunkten ist der größte Trefferpunktepool eines Schlachtschiffes oder aller Schiffe im Spiel. Gleichzeitig wurde dem Schiff hier ein Torpedoschutz von 46% verpasst, was es doch auch zu einer recht schlagkräftigen Waffe macht. Es ist zwar kurz unter der Yamato vom Torpedoschutz her, aber deutlich über Schiffen wie Kurfürst und Montana angesiedelt. Also vielleicht der zweite, dritte Platz in dem Bereich. Ne? Wenn wir uns dann das Panzerungsoverlay angucken, können wir hier vorne gleich erstmal 32 mm sehen, also Overmatch anfällig für 460 mm Kanonen. Alle anderen Kanonen prallen da aus dem richtigen Winkel richtig angestellt eben ab. Im unteren Bereich gibt es das gar nicht mehr, da haben wir 60 mm Panzerung. Da ist also auch mit einer Yamato, muss man schon den richtigen Winkel haben, um dann da durchzukommen. Mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich dann ein Overpan gibt, solche Sachen. Okay, dann gehen wir hier weiter. Oberes Deck 60 mm, da geht es dann weiter, muss man sich ja überlegen, HE-Gespamme von leichten und schweren Kreuzern gegebenenfalls. Die haben es da ziemlich schwer, denn selbst mit IFAE-Skillung kommen die durch diese 60 mm mit 152 mm Geschossen nicht durch. Du brauchst schon 203 mm mit IFAE und es müsste ein deutscher Kreuzer sein, sozusagen, also einer, der eine Viertelpenetration hat zumindest, um dann hier durchzukommen. Das ist also wirklich recht gering oder recht unwahrscheinlich, dass man da auf so jemanden trifft. Ich glaube, es gibt nicht so viele Schiffe, die IFAE mit 203 mm HE geskillt sind. So, im hinteren Bereich haben wir wieder die 32 mm, also dieselbe Anfälligkeit. Die Aufbauten sind bei 19 mm und dann können wir uns hier die Kasematten angucken mit 150 und dann geht es direkt weiter und das ist so die verwundbarste Stelle meiner Meinung nach oder eine der verwundbarsten Stellen der Kremlin ist hier nämlich die Seite. 410 mm, das ist direkt die Zitadellenpanzerung und eindeutig die Zitadelle liegt über Wasser, kann man hier ganz gut erkennen. Hier vorne haben wir 430, da 410 mm, das heißt die Zitadelle ist ausgezeichnet von der Seite zu erreichen. Für jeden, der weiß, wo er hinzielen muss nach dem Video, wisst das. Macht es auf jeden Fall mal schnell, knack, bumm und die Kremlin hat ordentlich was drinnen sitzen. Von vorne ist die Zitadelle hier mit 350 und 350 gesichert und die Kasematten hier mit 150 und hinten ist die ganze Geschichte natürlich einen Ticken breiter, also auch besser zu erreichen, gegebenenfalls, wenn die Yamato von hinten reinknallt. Das hier ist alles 32 mm, also da solltet ihr auch vermeiden, dass 460 mm von euch in den Arsch geschossen werden, sozusagen. Zitadelle querab ist hier nochmal eine ganze Ecke größer, da könnten also die Projektile ganz gut ankommen. Gut, das ist das, was man zu der Panzerung sagen kann. Ich möchte euch noch zwei, drei Werte auf den Weg mitgeben, wann ihr denn befürchten müsst, dass eure 410 mm Seitenzitadellenpanzerung durchdrungen werden. Bei größeren Schlachtschiffen ist das sowieso schon immer der Fall. Also die maximalen Kampfentfernungen von Kurfürsten und so weiter, die durchdringen auf 20 km dann 482 mm oder eben die Montana, die macht 462 mm auf 20 km, gehen da auf jeden Fall also immer durch, wenn sie dann vernünftig ankommen, die Mumpeln. Viel interessanter sind diese Heavy Cruisers, Super Heavy Cruisers, also Alaska, Azuma, die Azuma penetriert euch auf 10,5 Kilometer und die Alaska auf 9,5 Kilometer und dann kommen die durch diese Panzerung hier eben durch. Das ist vielleicht mal was, was ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr mit der Kremlin unterwegs seid. Ein Kreuzer wie die Sau, gut, so nah wird sie wahrscheinlich eh nicht rankommen. Wenn sie so nah ran ist, dann seid ihr wahrscheinlich am Drücker und habt sie rausgenommen, aber die ist dann bei 3,5 Kilometer bei der Penetration. Gut.
Das soll's zur Panzerung und zur Überlebensfähigkeit gewesen sein. Schauen wir uns dann jetzt erstmal das Gameplay an und ich werde euch dann nebenbei was zur Artillerie erzählen. Wir haben hier eine Hauptbatterie, die 33 Sekunden Nachladezeit hat, 3 Türme, 3 Rohre, 457 mm. Wie gesagt, 33 Sekunden Ladezeit ist die längste Ladezeit eines T-10-Schlachtschiffs im Spiel und die Dauer für die 180-Grad-Kehre beträgt 30 Sekunden vom Hause aus. Das heißt, wir haben eine super geile Turmdrehzeit, aber die Ladezeit ist relativ langsam. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf behalten, Hauptbewaffnungsmodifikation 3 einzubauen, damit wir die Ladezeit auf 29 Sekunden runterbekommen. Der nächste Wert ist hier Sigma 1.9 in Verbindung mit der Streuung hier und dann haben wir die Sprenggranaten 6600 Alpha Damage, 48% Brandwahrscheinlichkeit mit einer Panzerungsdurchschlagskraft von 75 mm, ist also typischerweise eine Sechstelpenetration. Ihr bekämpft Ziele typischerweise nicht mit HE, sondern mit eurer AP-Munition, weil sie doch ein Riesenkaliber hat und auch eine Menge an Overmatch verursacht, zum Beispiel gerade in den Aufbauten und so weiter, ist das typischerweise euer Angehen, sage ich jetzt einfach mal. Was ihr zu der Artillerie ganz wichtig wissen solltet, ist, die russische Artillerie-Hauptbewaffnung hat eine tulpenartige Streuung. Also stellt euch Tulpen vor, die so ein bisschen nach Wasser suchen, sozusagen Wasser brauchen. Die lassen die Köpfe hängen und es ist so V-förmig. Ne? Bis 12, 13, 14 Kilometer ist die Streuung echt angenehm und relativ präzise. Ab dieser Distanz darüber wird es ein echtes Problem und die Streuung wird extrem unzuverlässig. Also dann auf 20 Kilometer mit dem Schiff hier was bewirken zu wollen, ja, es ist schon ein bisschen Glücksspiel, muss man ganz klar sagen. Darum versucht nicht mit dem Schiff auf große Distanz zu wirken. Macht wenig Sinn. Lasst die Ziele zumindest etwas näher kommen und dann ab 14 Kilometer geht es richtig Rambazamba ab hier mit der Kiste. Da gehen die Mumpeln größtenteils doch ganz gut in die Richtung, in die ihr dann auch gezielt habt. Wie gesagt, Sigma 1.9 sagte ich schon, die AP-Munition hat Standard-Abprallwinkel 0 bis 30 Grad, immer fester Abpraller, 30 bis 45 Grad ist die Chance auf Abpraller. Ihr müsst 76 mm penetrieren, also durchdringen mit der AP-Munition, bevor sich dann die Zündverzögerung auslöst von 0,033 Sekunden und dann explodiert die Granate, die ihr verursacht, wenn ihr die Zitadelle trefft, 15.500 Alpha Damage. Kampfentfernung 20,7 Kilometer. Die AP- und Sprenggranatengeschwindigkeit ist gleich hier mit 800 Meter die Sekunde. Hier sind die Penetrationschancen. Also wenn ihr trefft auf 20 Kilometer, penetriert ihr mit der AP-Munition 541 mm, auf 15 Kilometer 602 mm und ja, das steigert sich immer weiter. Bei 10 sind 674 und bei 5 sind 760 mm. Das heißt, jedes Schlachtschiff, was es im Spiel gibt, da habt ihr eine gute Chance drauf, auch vernünftig zu penetrieren, wenn ihr richtig zielt und die Munition halt dementsprechend ankommt. Das kann man einfach mal so festhalten. Nächste Geschichte ist die Sekundärbewaffnung. 4 Sekunden Ladezeit, 1800 Alpha Damage, 8% ist eine gute Brandwahrscheinlichkeit. Ihr habt eine Standardreichweite von 6,3 Kilometer und penetriert 21 mm. Das heißt, Zerstörer sowieso, Aufbauten aller Schiffe ist auch schon mal safe. Darüber hinaus wird's schwierig. Ich würde euch auf jeden Fall später empfehlen, die Flagge für die Sekundärbewaffnung mit draufzubauen. Ihr seid ein Brawler, ihr seid vorne an der Front. So ein bisschen mit dran und müsst halt die kurze Distanz der Hauptbewaffnung sozusagen ausnutzen und die gute Streuung ausnutzen. Darum seid ihr auf jeden Fall vorne mit dabei und es kommt durchaus mal vor, dass ihr gegen Schiffe auf 6,6 Kilometer, 7 Kilometer, 8 Kilometer kämpfen müsst und dann kann euch die Sekundärbewaffnung vielleicht mit dem einen oder anderen Brand helfen. Zu mehr taugt die nicht, meiner Meinung nach. Und deswegen auch eine IFHE-Skillung oder irgend so ein ganz Kram, Sekundärskillung macht meiner Meinung nach wenig Sinn, ist wenig effektiv. Man hat hauptsächlich schon mit 10 bis 12 Kilometer zu kämpfen, sage ich jetzt einfach mal. Dann kommen wir direkt schon zum nächsten Punkt und das ist die Flugabwehr, die hier einen richtig guten Wert hat. Wenn man sich diese Zwiebelring-Prinzip Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke anguckt, die Werte sind richtig gut. Ich blende sie euch gerade ein und das sind nach meiner Recherche die besten Flugabwehrwerte eines Schlachtschiffes auf der Tierstufe 10, die es momentan im Spiel gibt. Ich weiß, die Flugabwehr ist aktuell, Stand heute, Update 084, noch in der Überarbeitung. Kann also sein, dass sich da noch was ändert mit den nächsten Updates, die da noch kommen wollen.
und werden. Aber Stand heute ist es so, dass die Flugabwehr der Kremlin die meiner Meinung nach stärkste eines T-10-Schlachtschiffs im Spiel ist. Dann geht es weiter mit der Manövrierbarkeit und der Verborgenheit. 29,5 Knoten ist die Standardhöchstgeschwindigkeit dieses Schlachtschiffs. Mit Sierra Mai kommen wir nachher auf 31 Knoten. Der Wendekreis ist riesig, 1090 Meter. Da ist die Republik zum Beispiel und die Yamato viel, viel besser. Also die Yamato vor allen Dingen, die hat nämlich nur 900 Meter. Die Höchstgeschwindigkeit der Yamato kennt ihr, 27 Knoten. Da steckt das Schiff so ein bisschen zurück. Das ist auch so, man könnte das von Typ her eher vergleichen, weil die Yamato ja auch spitz zum Gegner stehen sollte. Weil wenn ihr da bereit seid, seid ihr ähnlich. In der Problematik, in der Bredouille mit Zitadellen und so weiter. Von daher, Höchstgeschwindigkeit geht zugunsten der Kremlin, der Wendekreis zugunsten der Yamato, die Ruderstellzeit wieder ganz klar zugunsten der Kremlin, die hat hier 16,3 Sekunden, die Yamato hat über 22 Sekunden an diesem Wert. Und dann geht es noch weiter mit der Erkennbarkeit hier zu Wasser. Das sind hier 17 Kilometer und damit ist es 1 Kilometer weniger als das, was die Yamato da bieten muss. Ja, die restlichen Werte seht ihr. Das ist also eine ganz angenehme Geschichte. 13,9 ist wieder ein Ticken weiter als das, was die Yamato hat. Und wenn ihr aus dem Nebel schießt, geht ihr 18,1 Kilometer weit auf. Das ist dann wieder die Yamato, die da negativer behaftet ist, die ist mit 19,3 Kilometer angegeben, wenn sie aus dem Nebel schießt. Also, das ist auch so ein typischer Wargaming-Wert. Die Yamato geht 18 Kilometer weit zu Wasser auf, wenn sie schießt. Wenn sie im Nebel steht, geht sie sogar 19,3 auf. Das ist irgendwie ein bisschen, konträr, um es mal so auszudrücken. Aber gut, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch und gucken uns einmal die einbaubaren oder nutzbaren Verbrauchsmaterialien an. Zuallererst, man muss hier ganz klar hervorheben, das ist auch gleichzeitig, es ist irgendwie so eine Mischung aus positiv und negativ. Wir haben hier ein begrenztes Schadensbegrenzungstyp 1 oder 2, also Premium-Verbrauchsmaterial gibt es hier halt auch. Standardmäßig, das Standardverbrauchsmaterial hat 10 Sekunden Wirkungsdauer, 60 Sekunden Ladezeit, also einmal die Minute benutzbar und hat dann 3 Aufladungen. Wenn ihr die Premium-Variante nehmt, habt ihr eine Aufladung mehr und die Abklingzeit beträgt dann nur noch 40 Sekunden. Ne? Ihr habt aber begrenzte Aufladung. Das ist ganz, ganz wichtig für jeden, der sich mit den sowjetischen Schlachtschiffen noch nicht so auseinandergesetzt hat. Da zieht sich durch die ganze Linie durch. Ihr werdet kein unbegrenztes Schadensbegrenzungsteam bei den sowjetischen Schlachtschiffen finden, Stand heute. Und somit müsst ihr euch einteilen, wann ihr das Schadensbegrenzungsteam benutzt. Bringt euch aber in die Lage, dass ihr diese Verbrauchsmaterialien sehr, sehr schnell hintereinander benutzen könnt. Das heißt, wenn wir hier nachher noch 1000 Sasser reinskillen und die Signalflagge dazu setzen, kommen wir nachher hier auf einen Wert von um die 34 Sekunden. Ich würde hier euch ganz klar Nikolai Kuznetsov empfehlen, weil da einfach ein typischer Kapitän für dieses Schiff. Dazu kommen wir aber später nochmal. Also schnelle Benutzbarkeit der Aufladung, aber dafür eine Begrenzung. Das ist so die Kernaussage. Zweites Verbrauchsmaterial ist dann die Reparaturmannschaft, die standardmäßig 541 Trefferpunkte pro Sekunde herstellt, 28 Sekunden lang aktiv. Standardmäßig 2 Aufladungen, Premium-Ladung sind dann 3. Mit Inspekteur gibt es dann nachher sogar noch mehr. Ich habe mir hier das mal so aufgeschrieben. Wenn ihr die India-Delta-Flagge nicht benutzt, dann gibt es 15.148 Trefferpunkte, die ihr wiederherstellen könnt in Summe. Und mit India-Delta-Flagge sind es dann 18.172. Im Hinterkopf müsst ihr behalten, solltet ihr Nikolai Kuznetsov bekommen, früher oder später, ob nur mit diesem Update oder später, kommt er ja dann mal für Kohle in die Waffenkammer in 2-3 Updates möglicherweise. Da gibt es dann nochmal bei 10%, wenn ihr noch 10% Gesundheit, also Trefferpunkte habt, wird ja automatisch diese Reparatur ausgelöst und die beträgt 7,5%, also maximalstens 7,5% des Gesamttrefferpunkte-Pools und das wären dann 8.122 Trefferpunkte gerundet. Ist also auch mal noch was man im Hinterkopf behalten sollte. Selbst wenn ihr Inspekteur habt, habt ihr 4 Verbrauchsmaterial mit dem Premium-Ding. Und wenn ihr dann Nikolai Kuznetsov drauf habt, habt ihr sozusagen noch eine halbe Reparaturmannschaft als 5. Slot, wenn man dazu sagen möchte. Gut, kommen wir dann direkt zu den Verbesserungen. Ich schlage euch vor, diese Kremlin hier definitiv auf Survive zu skillen. Das ist die
allersinnvollste und allereffizienteste Lösung bei diesem Schiff. Wie gesagt, ihr steht vorne, ihr zieht das Feuer auf euch und dafür seid ihr am Ende auch irgendwo da. Ihr müsst halt sehr, sehr nah ran, um eure Hauptgeschütze vernünftig einsetzen zu können. Und deswegen würde ich jetzt hier wie folgt vorschlagen, vorzugehen. Hauptbewaffnungsmodifikation 1 in den ersten Slot. Ihr müsst zusehen, dass eure Hauptbewaffnung möglichst lange überlebt. In den zweiten Slot Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1. Da solltet ihr dann halt gucken, Risiko des Brandes und Wassereinbruchs wird halt reduziert. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann sollte man zusehen, die Streuung zusätzlich zu reduzieren mit der Zielsystemmodifikation. Das gibt nochmal 7%. Dann kommt ihr nachher auf eine horizontale Streuung von 260 Meter. Das ist also ganz angenehm. Wie gesagt, das ist auf 20,7 Kilometer gerechnet. Und zur ganzen Streuungsgeschichte hatte ich am Anfang ja schon mal was gesagt. Alternativ, wenn ihr das Zielsystem nicht benutzen wollt, ja, dann könntet ihr hier überlegen, die Flakbewaffnung mit einzubauen. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach hier noch eine einigermaßen vernünftige Alternative bietet. Dann gibt es in Slot 4 Schadensbegrenzung Systemmodifikation 2, um die Zeit der Brandbekämpfung oder die Reparatur oder des Wassereinbruchs eben entsprechend zu reduzieren. Steuergetriebe-Modifikation braucht ihr hier nicht. Ihr habt hier 16 Sekunden Ruderstellzeit, ist sehr gut für den Schlachtschiff auf T10. Ist meiner Meinung nach nicht die sinnvollste Variante. Antriebsmodifikation, ja, ich denke, die effizienteste Variante ist einfach die erste, die ich gleich genannt habe. An Systemmodifikation in Slot 5 ein bisschen runterskillen, solltet ihr die Erkennbarkeit zu Wasser schon und auch zur Luft. Einfach, weil das hier mit der Modifikation dann auch noch mehr Streuung der Gegnergranaten verursacht, nämlich um 5% erhöht, bekommt ihr dann auf eine Erkennbarkeit zu Wasser von 15,3 Kilometer und zur Luft auf 12,5 Kilometer. Den Rest könnt ihr eh nicht verändern mit der Erkennbarkeit nach dem Abschießen der Hauptgeschütze im Nebel. Das ist halt ein fixer Wert. Und ich hatte eingangs schon gesagt, in Slot 6 sollte unbedingt die Hauptbatteriemodifikation 3 eingebaut werden, um da Turmdrehzeit gegen die Verringerung der Ladezeit zu tauschen. Ihr bekommt 4 Sekunden weniger Ladezeit und die Hauptbatterie dreht sich dann um 4 Sekunden langsamer, also von 30 hoch auf 34,5, um ganz genau zu sein. Also das ist der Tausch, ist es allemal wert und sorgt dann eben dafür, dass ihr 29 Sekunden Nachladezeit habt. Bei diesem Kaliber ist das schon richtig, richtig geil. Und ihr verliert halt, wie gesagt, wenig an Agilität der Türme. Kommen wir dann noch zu den Signalen, die ihr hier sinnvollerweise einbauen solltet. Wir fangen in der zweiten Reihe an, um da die sinnvollsten gleich erstmal vorwegzulegen. November Foxtrot solltet ihr ganz als erstes skillen. Verbrauchsmaterialien 5%, also die sind einfach 5% schneller parat. Dann denke ich, ist Sierra Mike eine sinnvolle Skillung, auch wenn nicht unbedingt eine Pflichtskillung. 31 Knoten statt 29,5, okay. Nimmt man auf jeden Fall mal mit. Wenn ihr genug Signalflaggen habt, solltet ihr die einbauen. Und jetzt kommen Pflichtsignale. Und zwar India Delta solltet ihr unbedingt einbauen. 20% mehr Trefferpunkte wiederhergestellt werden mit jeder Reparatur, mit jedem Reparaturzyklus. Dann Reparaturdauer des Wassereinbruchs auf jeden Fall um 20% reduzieren und die Zeit für die Brandbekämpfung um 20% reduzieren. Das sind drei Signalflaggen, die sind absolute Pflicht und Must-Have auf diesem Schlachtschiff, weil ihr eben auch, wie gesagt, vorne steht. Ich wiederhole mich da immer wieder gerne sozusagen. Dann gehen wir eine Reihe hoch und sehen auf der linken Seite November Echo Set 7. Wir haben eine sehr gute Flagge, die können wir noch mal ein bisschen pimpen. Ja, und dann optional die Mike Yankee Soxy 6. Ihr kommt manchmal, also ich in meinem Fahrstil, komme auf jeden Fall manchmal in die Situation, dass Gegner dann auch unter 6,6 Kilometer sind. Darum baue ich hier immer gerne noch die Sekundärflagge mit ein. Ihr kommt einfach schneller in die Situation, dadurch, dass ihr vorne seid, dass auch Schiffe mal viel, viel näher dran sind und ihr die dann ja auch frontal mal auf die Pike nehmen könnt. Dann sind es eben ein paar Meter mehr, 300 Meter mehr Reichweite. Das macht sich dann schon bemerkbar. Und dann habt ihr 7 Signalflaggen vergeben. Wie gesagt, da sind ein, zwei, die variabel sind, meiner Meinung nach. Also ob ihr die Sekundärflagge damit draufsetzen wollt oder nicht. Ich habe davon über 700, deswegen tue ich mich da nicht schwer. Dann gibt es die Sierra Mike Flagge, die, ob ihr die beiden unbedingt mit reinhaben müsst, ist dann euer Ermessen. Dafür könnt ihr dann natürlich auch ökonomisch Signale setzen oder eben hier diese Sondersupersignale, Drache und so weiter, wenn ihr sie denn habt. Gut,
Und das war es eigentlich zu dem Äußeren. Natürlich gibt es hier Tarnung, die könnt ihr ganz normal nehmen, das ist eure Wahl. Es gibt hier auch eine Premium-Tarnung, könnt ihr euch dann alles im Spiel sozusagen angucken. Werte sind halt so die Standardwerte für Premium-Tarnung Typ 20 hier mit Schiffswarnungskostenreduzierung um 50% und so weiter. Aber ob ihr das ausgeben wollt, muss jeder für sich dann wissen. Gut, jetzt sind wir durch das Äußere durch und dann suchen wir uns hier noch den Kapitän raus. Gut, das ist der Kapitän, wie ich ihn geskillt habe. Nikolai Kuznetsov, habe hier ihn schon auf die Stufe 17 gebracht. Und wir fangen oben an. Wenn ihr 10 Punkte zur Verfügung habt, gibt es hier vorrangiges Ziel. Dann als zweites solltet ihr sofort Adrenalinrausch mit reinskillen, um den Schaden, den ihr nehmt, umzuwandeln in Verkürzung der Ladezeit. Als in der dritten Reihe als nächstes Grundlagen der Überlebensfähigkeit, um die Reparaturdauer für Brand und Wasser und so weiter einfach um 15% zu verkürzen. Das ist richtig wichtig, weil, wie gesagt, ihr seid eben vorne. Und dann in einem vierten Bereich, also der 6. bis 10. Punkt, ist dann Brandschutz. Und damit habt ihr schon mal die Grundlagen für ein Überlebensbild geschaffen. Wenn ihr dann 13 Punkte habt, dann solltet ihr als nächstes Inspekteur 1 einbauen. Und wenn es dann weitere 2 Punkte gibt, also 15, direkt den 1000 Sasser, um die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien um 10% zu reduzieren. Ich habe jetzt dann hier mit dem 16. und 17. Punkt präventive Maßnahmen und Ladeexperte geskillt. Ihr seid weit vorne, ihr könntet regelmäßig auf die Ds treffen, manchmal kommen die relativ plötzlich und mit Ladeexperte könnt ihr die Ladezeit, also das Umladen, wenn ihr fertig geladen habt mit der AP-Munition, das Umladen halbieren, das dauert dann 14,5 Sekunden und dann habt ihr die HE-Granaten schon wieder parat. Präventive Maßnahmen sorgt einfach dafür, dass alles an eurem Schiff einfach ein bisschen länger überlebt sozusagen. Wenn ihr dann 18 und 19. Punkten habt, dann könnt ihr hier auf höchste Alarmbereitschaft gehen, um das Schadensbegrenzungsteam noch weiter früher parat zu haben. Ihr seid ja jetzt bei um die 34 Sekunden, nochmal 10% davon runter, dann seid ihr bei den 30 Sekunden, also alle halbe Minute ungefähr. Ihr könntet auch hier oben den ein oder anderen Punkt weglassen und dafür in den Dreier-Skill gehen, zum Beispiel Wachsamkeit könnte sich auch sehr positiv auswirken auf euch als Schiff. Weil ihr ja, wie gesagt, vorne seid und da auch gerne mal Torps rumschwimmen. Das könnte euch also helfen, Schaden zu vermeiden. Oder wenn ihr sogar die präventiven Maßnahmen weglasst und so weiter, könntet ihr auch die Flakreichweite mit der verbesserten Schießausbildung nochmal ein bisschen erhöhen, beziehungsweise den Schaden, nicht die Flakreichweite, aber eben die Effizienz der Lang- und Mittelstreckenflugabwehr, die könntet ihr da eben nochmal ein bisschen pimpen, um euer Schiff noch mehr gegen Flüge zu sichern. Das ist vielleicht auch noch eine Überlegung wert, wenn ihr vorne sowieso schon das Flakmodul drin habt, anstatt das Zielgenauigkeitsmodul, dann könnte man das eventuell kombinieren. Und das ist eigentlich das, was ich zu diesem Schiff an Kapitänskills empfehle. Nikolai Kuznetsov ist meiner Meinung nach dazu noch ein abschließender Satz. Sehr, sehr prädestinierter Kapitän für die russischen Schlachtschiffe. Wie gesagt, er hat diesen 1000 Sasser drin. Er hat, wenn ihr First Blood macht, kriegt ihr von den Verbrauchsmaterialien jeweils eine Aufladung mehr. Wir erinnern uns, das Schadensbegrenzungsteam ist hier limitiert von den Aufladungen her. Ihr würdet auch da eine Ladung dazu bekommen und natürlich halt bei der Reparaturmannschaft sowieso. Dann habt ihr bei den 10% eine automatische Löschung aller Brände und Flutungen. Die Flutungen werden halt auch behoben. Die Streuung der Granaten erhöht sich, die Gegner auf euch abschießen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, um 20% für 30 Sekunden. Ihr könnt dann nicht wieder brennen und so weiter. Und ihr repariert euch um 7,5%. Maximalstens natürlich nur, wenn der Pool das hergibt. Und ja, das ist halt schon eine richtig coole Geschichte und erhöht eure Überlebensfähigkeit an der Front einfach enorm. Und dann kommen wir zum Fazit. Pro und Contra bei diesem Schiff ist ganz einfach. Fangen wir mit dem Pro an. Höchste Trefferpunkte, beste Schlachtschiff-Flak auf der Tierstufe, eine angenehme, gute Frontpanzerung, guter Torpedoschutz, um nicht zu sagen sehr guter Torpedoschutz, auch wenn er leicht hinter der Yamato zurücksteht und hinter der Musashi. Dann gibt es eine starke Penetrationsleistung. Ich hatte euch ja gesagt, auf 10 Kilometer macht die 467 mm, 674 mm. Da ist die Yamato zwar ein bisschen besser, aber ab ungefähr 15 Kilometer oder kurz darunter schon ist die Penetrationsleistung
an Millimeterzahl bei der Kremlin sogar besser als bei der Yamato. Nur mal so als kleines Gimmick im Hinterkopf. Dann habe ich als nächste positive Geschichte den kurzen Cooldown des Verbrauchsmaterials, die kurze Turmdrehzeit und ja, sehr genau bis 12, 13, 14 Kilometer so in dem Bereich. Aber weiter solltet ihr meiner Meinung nach nicht schießen. So lange sind die Mumpeln sehr, sehr genau. Und dann gibt es natürlich auch immer nochmal die dunkle Seite, also die Kontraseite, die ihr hier zu beachten habt. Und zwar das begrenzte Schadensbegrenzungsteam, also dass ihr nur begrenzte Aufladung zur Verfügung habt, die müsst ihr euch einteilen und abschätzen, wann es denn sinnvoll ist zu löschen oder den Wassereinbruch zu bekämpfen und so weiter. Dann die sehr, sehr hohe Erkennbarkeit von dem Schiff und ja, die schlechte Distanzstreuung. Ne? Also alles, was über 15 Kilometer ist, ist echt Luck, dass ihr das vernünftig trefft. Die Zitadelle des Schiffes liegt über Wasser. Ich hatte es euch am Anfang gesagt. Da können wir hier gerade auch nochmal die Panzerungsanordnung anmachen. Da seht ihr die Zitadellengürtelpanzerung, die liegt deutlich über Wasser und da kommt ihr einfach auch relativ schnell mit euren Schlachtschiffen zum Beispiel durch. Der Wendekreis ist recht riesig, also Kurfürst ähnlich, würde ich sagen. Und die lange Ladezeit der Hauptbatterie. Das sind meine Kontrapunkte, die ihr hier im Hinterkopf behalten solltet. Und auch somit ist eigentlich ganz klar herauskristallisiert, was die Schwäche der Kremlin ist oder die Schwäche der russischen Schlachtschiffe T9 ist ja schon ganz ähnlich von der Ladezeit her. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch zumindest so ein bisschen eine Idee davon geben, wie oder was die Stärken der Kremlin sind und was die Schwäche ist, wie man eine Kremlin fahren sollte, meines Erachtens nach, was die Aufgabe im Gefecht ist. Wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, auch freue ich mich natürlich gerne über ein Abo. Ihr findet uns natürlich auch bei anderen Medien, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram. Wir haben auch einen Discord-Server, findet ihr alles unten in der Beschreibung, wenn ihr da Interesse habt. Dann können wir uns da über weitere Sachen austauschen. Ihr könnt auch Ideen mal reinbringen, welche Videos wir vielleicht mal machen sollten, solche Sachen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, demnächst mehr von euch zu hören. Und ja, empfehlt uns einfach gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Ich sage jetzt danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Und ja, alles Gute. Ciao, ciao. Sieh raus.